Fußmassagegerät-Vergleich. Die besten elektrischen Fußmassagegeräte im Test. Fußmassagegeräte-Kaufberatung. So wählen Sie das richtige Produkt aus dem Fußmassagegeräte-Vergleich. Willkommen bei Bewertungen, Ratschläge und Tipps. Ich habe diese Bewertung basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung. Ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität und mehr. Heute mit dem falschen Fuß aufgestanden? Schmerzen im Fuß können Ihnen schnell die Laune verderben. Mit einem Fußmassagegerät für zu Hause können Sie reagieren, bevor ein geschwollener Fuß Ihnen Ihre Laune vermiest. Elektrische Fußmassagegeräte kneten mit mehreren Massageköpfen Ihre Fußsohlen durch. Tests zeigen, dass eine zusätzliche Luftdruckmassage dazu führt, dass Ihr ganzer Fuß massiert wird. Schwitzen Sie schnell an den Füßen, kann es hierdurch jedoch zu Hitzestau kommen. Dann sollten Sie sich jetzt für ein offenes Modell entscheiden. Ein Shiatsu-Fußmassagegerät ahmt die Knetbewegung von Fingern nach. Es stimuliert Ihre Fußreflexzonen und kann so Beschwerden in Ihrem gesamten Körper lindern. Tests von Fußmassagegeräten zeigen, dass im Sommer offene Modelle angenehmer sind, da sich hier keine Wärme um Ihre Füße staut. Haben Sie schnell Schweißfüße, sollten Sie im Sommer nur diese Fußmassagegeräte verwenden. Ein Fußmassagegerät mit Infrarotwärme kann dank Tiefenwärme sehr effektiv auch hartnäckige Verspannungen lösen. Gehören Sie auch zu den über 50% der Erwachsenen, die an Fußbeschwerden leiden? Falsches Schuhwerk und häufiges Sitzen wurden als häufigste Ursachen für diese Probleme identifiziert. Wenn nach einem langen Arbeitstag Ihre Füße geschwollen sind und einfach nur noch schmerzen, ist es eine Wohltat, wenn Sie sich mit einem Fußmassagegerät verwöhnen, und dafür müssen Sie nicht erst umständlich einen Termin im Salon vereinbaren. Unsere Kaufberatung im Rahmen des Fußmassagegerät-Vergleichs erklärt Ihnen die verschiedenen Typen elektrischer Massagen und hilft Ihnen dabei, Ihren persönlichen Fußmassagegerät-Testsieger zu finden. Schwitzen Sie beispielsweise stark an den Füßen, sollte Sie sich unter den offenen Arten von Geräten umsehen. Elektrische Fußmassagegeräte, ist Shiatsu-Massage die häufigste Massageart? Wenn Sie ein Fußmassagegerät kaufen wollen, sollten Sie nicht zu empfindlich an Ihren unteren Extremitäten sein. Wer stark kitzelig ist, kann sehr wahrscheinlich nicht so gut entspannen. Die Kategorie der elektrischen Massagegeräte für Ihre Füße enthält Geräte mit verschiedenen Arten der Massage. Shiatsu, Rollmassage oder auch Rollenmassage und Luftdruckmassage sind dabei am häufigsten anzutreffen. Das Shiatsu und die Rollmassage werden oft gemeinsam von einem Gerät verwendet, können aber auch alleine Anwendung finden. Die Luftdruckmassage kommt bei Fußmassagegeräten nicht alleine vor. Sie wird in der Regel sowohl mit dem Shiatsu als auch mit der Rollmassage kombiniert. Die nachfolgende erläutert Ihnen kurz, was die einzelnen Arten ausmacht. Massageart: Shiatsu-Massage, Knetbewegung, die von kleinen Massageköpfen durchgeführt wird, soll die natürliche Knetbewegung mit Fingern, den Fingerdruck, nachahmen, wird traditionell in China und Japan angewendet. Rotierende Massageköpfe, intensive Akupressurmassage, und fühlt sich sehr natürlich an. Aber kann bei starken Verspannungen zu intensiv sein. Rollmassage: Massageköpfe drehen sich um sich selber und fahren dabei hin und her, keine Knetbewegung, angenehm leichte Massage, aber starke Verspannungen werden nur leicht gelockert. Luftdruckmassage: Der Fußsack des Massagegeräts bläht sich auf, es wird Druck auf den oberen Bereich Ihres Fußes ausgeübt, je nach Gerät auch auf den Fersenbereich, sehr großer Bereich wird massiert, intensiviert die Massagewirkung der anderen verwendeten Massagen. Aber Fußdruck auf die anderen Massagerollen kann dadurch zu groß werden und die Massage kann so schnell zu intensiv werden. Am häufigsten wird Ihnen bei Fußmassagegeräten die Shiatsu-Massage begegnen. Durch diese Akupressurmassage können Ihre geschundenen Muskeln und Sehnen endlich entspannen und zur Ruhe kommen. Wenn Sie während des Tages viel stehen müssen, empfehlen wir Ihnen Fußmassagegeräte mit Shiatsu-Funktion. Die Rollmassage ist weniger intensiv als die Shiatsu-Massage. Hartnäckige Verspannungen werden Sie mit dieser Funktion nur langsam los. Wir empfehlen Ihnen diese Massagefunktion, wenn Sie besonders empfindlich an Ihren Fußsohlen sind. Die Luftdruckmassage komplettiert die Wellnessmassage Ihrer Füße. So wird nicht nur die Fußsohle behandelt, sondern Ihr gesamter Fuß. In dem Fußsack kann es während der Anwendung recht warm werden,
Darum ist sie besonders angenehm, wenn Sie sie im Winter direkt vorm Schlafengehen durchführen. Im Sommer kann diese Wärme jedoch schnell unangenehm werden. Wenn Ihre Füße schnell schwitzen, sollten Sie im Sommer auf eine Luftdruckmassage verzichten. Fußmassagegeräte mit Kompressionsmassage empfehlen wir Ihnen vor allem, wenn Sie schnell kalte Füße haben. Anwendung: Brauchen Schweißfüße Luft? Bedienung: Offene Modelle lassen sich bequem mit dem Zeh bedienen. Wenn Sie sich mit einer abendlichen Fußmassage verwöhnen wollen, ist es wichtig, dass Sie sich nicht mit einer komplizierten Bedienung herumschlagen müssen. Ein Fußmassagegerät-Testsieger sollte einfach bis sehr einfach zu bedienen sein. Sie können die Einfachheit der Bedienung bereits an der Art des Geräts grob erkennen. Es gibt zwei Typen, die sich unterschiedlich leicht handhaben lassen. Fußmassageplatte: Quadratische Platte mit zwei separaten Massagebereichen, meist sind 2x3 Massageköpfe verbaut, die jeweils drei kleine Massageköpfe aufweisen. Verwendete Massageart: Shiatsu, Bedienung meist nur mit einem großen Knopf am Gerät, sehr einfache Bedienung mit einem Zeh möglich, es entsteht kein Hitzestau an den Füßen, auch im Sommer angenehm, aber Ihre Füße werden nur von unten massiert. Igloo-Fußmassagegerät, ähnelt optisch einem Igloo, zwei Öffnungen für Ihre Füße, meist eine Kombination aus Shiatsu, Roll- und Luftdruckmassage. Für die Bedienung stehen Ihnen mehrere Knöpfe am Gerät zur Auswahl, manchmal gibt es auch eine Fernbedienung, einfache Bedienung, 3D-Massage. Ihr Fuß wird von allen Seiten massiert, aber es kann zu Hitzestau kommen, im Sommer schnell zu warm. Wenn Sie auf der Suche nach einem Modell sind, das Sie nur an- und ausmachen müssen, eventuell noch durch mehrmaliges Drücken eines Knopfes die Wärmefunktion zu- oder abschalten können, dann sollten Sie sich ein Plattenfußmassagegerät kaufen. Diese können Sie bequem mit dem Fuß bedienen und müssen sich nicht erst bücken. Wollen Sie eine größere Auswahl bei den Einstellungsmöglichkeiten haben, müssen Sie sich unter den Modellen umsehen, die wie ein Igloo aussehen. Hier erfolgt die Bedienung über mehrere Knöpfe, die oft eng nebeneinander liegen, weshalb eine Bedienung mit dem Fuß meist nicht gut möglich ist. Dafür können Sie bei diesen Modellen aber in der Regel auch die Intensität der Massage zusätzlich regulieren. Die nachfolgenden Marken bieten Ihnen eine große Auswahl verschiedenster Geräte: Renfo, Beurer, Medesana, Tridukna, Snelex, Sanitas, Nepo, Carevas. Bei allen Modellen können Sie nebenbei fernsehen. Wenn Sie sich eine entspannte Zeit vor Ihrem inneren Auge vorstellen, dann taucht hier garantiert kein Lärm auf. Aus diesem Grund achten die Hersteller von Fußmassagegeräten darauf, dass ihre Geräte möglichst leise arbeiten. Selbstverständlich handelt es sich nicht um geräuschlose Modelle, da die mechanischen Bewegungen bei einem Shiatsu- oder Luftdruckmassage zwangsweise hörbar sind. Die Luftdruckmassage erzeugt ein zusätzliches Geräusch, welches Sie bei den brettförmigen Modellen nicht hören. Dafür wird bei diesen Geräten kein Geräusch gedämpft, bei den Igloo-förmigen durch ihre fast geschlossene Form schon. In Sachen Geräuschkulisse haben beide Arten von Fußmassagegerät ihre Vor- und Nachteile. Wichtig ist hierbei für Sie: Je höher Sie die Intensität und Schnelligkeit der Massage einstellen, desto lauter wird es. Auf der niedrigsten Stufe sollten Sie aber mit jedem Produkt nebenbei noch fernsehen und dort auch alles verstehen können. Wichtiger ist es, dass Sie darauf achten, ob der Bezug, der Ihre Füße umgibt, waschbar ist. Nicht bei jedem Modell kann er durch einen Reißverschluss abgenommen werden. Wenn Sie das Fußmassagegerät täglich verwenden, dauert es nicht lange, bis der Stoff über den Massageköpfen anfängt nach Fuß zu riechen. Funktionen: Lässt sich die Intensität regulieren? Programme und Intensität: Ist die Massage zu intensiv, heben Sie Ihre Füße leicht an. An manchen Tagen reagieren Sie vielleicht empfindlicher auf Berührungen als an anderen. Ein leichter Druck kann da bereits unangenehm sein, darum ist es wichtig, dass Sie die Intensität Ihrer Fußmassage selber steuern können. Bei den plattenförmigen Modellen können Sie dies ganz einfach über den Druck, den Sie mit Ihren Füßen auf die Plattform ausüben, steuern. Ist Ihnen die Massage etwas zu stark, müssen Sie nur Ihre Füße leicht anheben. Am Gerät selber können Sie bei diesen Modellen die Intensität nicht steuern. Oftmals verfügen die Geräte nur über zwei Programme: Massage mit und ohne Wärme oder Shiatsu-Massage mit oder ohne Luftdruck.
Bei den igloförmigen Geräten können Sie häufig die Intensität der Massage am Gerät verstellen, da Sie hier nur wenig Spielraum haben, Ihre Füße anzuheben. Wenn Sie die Intensität so individuell wie nur möglich regeln möchten, empfehlen wir Ihnen die plattenförmigen Fußmassagegeräte. Wird es Ihnen auf Dauer zu unangenehm, Ihre Beine leicht anzuheben, um den Druck der Shiatsu-Massage zu verringern, sollten Sie sich für ein igloförmiges Modell entscheiden. Ein Timer stellt die ideale Massagedauer sicher. Die Shiatsu-Technik knetet Ihre Muskeln und Sehnen durch. Nur so können Sie gelockert werden. Wichtig ist hierbei jedoch das richtige Maß, eine zu kurze Massage bewirkt nicht den gewünschten Entspannungseffekt. Während eine zu lange und zu intensive Massage Haut und Muskeln so reizen können, dass sie hinterher Schmerzen erleiden. Damit Sie sich keine Eieruhr stellen müssen, verfügen die meisten Fußmassagemodelle über einen Timer. Nach einer festgelegten Zeit greift die Abschaltautomatik und das Gerät schaltet sich aus. Wenn Sie sich hier mehr Flexibilität wünschen, sollten Sie sich ein Fußmassagegerät kaufen, bei dem Sie mehrere Einstellungsmöglichkeiten der automatischen Abschaltung haben. Infrarot-Fußmassagegerät, die Wärmefunktion fördert Tiefenentspannung. Das beste Fußmassagegerät unterstützt mit einer Infrarot- oder Wärmefunktion die Tiefenentspannung Ihrer gereizten Muskeln. Gleichzeitig fördert die Wärme auch die Durchblutung. Dabei können Sie die Wirkung der Infrarotwärme intensiver spüren als die von Rotlicht. Wollen Sie gezielt die Tiefenentspannung von tiefsitzenden Muskeln fördern, sollten Sie sich für ein Fußmassagegerät mit Infrarot entscheiden. Geht es Ihnen lediglich um die zusätzliche Wärme, die an sich schon durch ein wohliges Gefühl Ihre Entspannung fördern, dann genügt Ihnen eine normale Wärmefunktion. Beachten Sie auch, dass Sie die Infrarotwärme nur intensiv spüren, wenn Sie Ihre Füße barfuß mit dem Fußmassagegerät behandeln. Wenn Sie möchten den Preis sehen und mehr erfahren über die besten Angebote, unten im Videobeschreibung finden Sie alle Links. Sie werden weitergeleitet. Sind Sie begeistert? Ich freue mich sehr über ein Like und ein Abo. Wenn Sie die Glocke drücken, verpassen Sie kein Video.